In dieser Abbildung erläutern wir die Kraft zwischen zwei Halbkugelschalen. Die Situation besagt, dass eine gleichmäßig geladene, dünne Kugelschale mit dem Radius R und der Oberflächenladungsdichte Sigma in zwei Hälften geschnitten wird. Wir sollen die Kraft ermitteln, die erforderlich ist, um die beiden Hälften in Kontakt zu halten. Nehmen wir an, wir haben eine dünne Kugelschale mit einer Oberflächenladung und einer Ladungsdichte von Sigma pro Quadratmeter. Wenn wir die Schale in zwei Hälften schneiden, wissen wir, dass sich die beiden Halbkugelschalen gegenseitig abstoßen und sich beim Schneiden aufgrund der Abstoßung trennen. Wir müssen also die Kraft ermitteln, die erforderlich ist, um die beiden Hälften in Kontakt zu halten. Dazu müssen wir eine äußere Kraft aufwenden, die gleich groß ist wie die Abstoßungskraft zwischen den beiden Schalen und dieser entgegengesetzt ist. Wir müssen also die Abstoßungskraft zwischen den beiden berechnen. Da es sich um Oberflächenladungen handelt, betrachten wir zur Berechnung der Kraft ein ringförmiges Element auf seiner Oberfläche wie dieses. Nehmen wir an, wir betrachten ein Element von dθ bei einem Winkel θ. Dann erfährt dieser Elementstreifen aufgrund der gesamten Ladung eine radiale Ausgangskraft dF, die ebenfalls in einem Winkel θ zur Horizontalen steht. Und die Fläche dieses Elementstreifens kann auch berechnet werden, wenn R der Radius dieser Schale ist. Dann kann der Radius des Streifens als R sin θ und seine Breite als R dθ angenommen werden. Hier kann dS also als 2 pi R sin θ in R dθ geschrieben werden. Hier kann ich nun über den elektrischen Druck schreiben, den wir bereits untersucht haben, dH. Den elektrischen Druck auf die Oberfläche der Schale. Diesen elektrischen Druck können wir als Sigma Quadrat durch 2 Epsilon schreiben. Und wenn wir die Kraft auf dieses Element berechnen möchten, können wir die Kraft hier aufgrund des elektrischen Drucks berechnen. Die Kraft auf den Elementstreifen kann also hier als dF angenommen werden, und der Wert von dF ist dieser elektrische Druck multipliziert mit der Fläche, die dS beträgt. Dies ist also die Kraft, die auf diesen elementaren Streifen aufgrund des Restes der Kugel wirkt. In dieser Situation können wir also sehen, dass der Wert von dF hier Sigma Quadrat durch 2 Epsilon Ult ist. Es ist 2 pi r Quadrat sin theta d theta. Wenn wir die Gesamtkraft auf die Halbkugel berechnen möchten, lösen wir die Kraft und die Komponenten als dF cos theta auf. Hier ist es dF sin theta. Sie können also auf der anderen Seite sehen, dass dF sin theta gleich sind und sich die Gegensätze aufheben und dF cos theta addiert wird. Wir können also die Nettokraft auf den halbkugelförmigen Teil schreiben. Diese Nettokraft können wir als Integration von dF cos theta schreiben. Wenn wir also die Werte einsetzen, erhalten wir die Integration von dF, was Sigma Quadrat durch 2 Epsilon Ult Lied durch dies war unsere Fläche dS. So here I write it as dS only rather than substituting the expression multiplied by cos theta and we integrate it within limits from 0 to kleiner als unk größer als bei 2 because we need to calculate the force on the semispherical part. Now in this situation you can see dS is this area which is slant on the surface. And if we talk about dS cos theta in the small triangle, this angle is theta. And here UH the vertical projection of this dS cos theta will be on the diametrical plane of this hemispherical part. So, here this is dS. We can say dS cos theta is its normal component. And here, you can see sigma square by 2. Epsilon is a constant. Wir können von 0 bis kleiner als unk größer als mal 2 Dezisekunden cos theta verwenden, was die Gesamtfläche ihrer diametralen Ebene ist,
die wir als Sigma Quadrat mal 2 Epsilon Sternchen kleiner als UNK größer als R Quadrat schreiben können, da ds cos Theta, wie Sie sehen können, ein ringförmiges Element hier auf seinem diametralen Element ist, das eine Projektion dieses ds auf eine vertikale Ebene ist. Wenn wir also dieses ds cos Theta für 0 bis p kleiner als UNK größer als mal 2 integrieren, erhalten wir die Gesamtfläche auf seiner diametralen Ebene, die ein Kreis ist. Dies ist also das Ergebnis für die Kraft zwischen den beiden Halbkugelschalen, mit der sich die beiden gegenseitig abstoßen, und die gleiche Kraftmenge muss in entgegengesetzter Richtung aufgebracht werden, um sie in Kontakt zu halten.